Wenn ihr den Receiver per WLAN benutzt und es mal Verbindungsprobleme gibt, macht mal Folgendes. Schaut auf die Fritzbox, ob der Button mit dem WLAN leuchtet und guckt auch mal, ob ihr per Laptop zum Beispiel per WLAN ins Internet kommt. Wenn das alles geht, habt ihr andere Optionen. Ihr könnt im Menü auf Einstellungen gehen und da nach rechts auf den Punkt Systemeinstellungen. Und da findet ihr den Unterpunkt Netzwerk. Wenn ihr da auf die rote Taste auf der Fernbedienung drückt, könnt ihr das WLAN neu einstellen, also das Netz nochmal suchen und das Passwort neu eintippen. Ihr könnt auch nochmal den Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das findet ihr zwei Punkte weiter unten. Das mache ich jetzt nicht, aber keine Sorge, eure Favoriten und eure Aufnahmen bleiben erhalten. Wenn das alles nichts hilft, ruft einfach die Hotline an. Die Kollegen helfen euch gerne. Die Nummer findet ihr unten. Ich hoffe mal, ich konnte euch mit diesen Videos hier helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare oder meldet euch bei der Hotline. Dafür haltet ihr am besten die Seriennummer bereit, die findet ihr unterm Gerät. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.